247. Und jetzt geht es richtig auf. Ich kann nicht reden. Nein, nicht normal. Manchmal muss man es einfach nur genießen. Schluck mich, Bruder. Schon der Fehler. Hm? Egal. Oh, ich weiß, was passieren wird. Weißt du, ich meine, geil. Das erste Mal ist immer geil, dabei zu sein, wenn jemand Snus nimmt. Auf jeden Fall. Ich habe schon mal Snus genommen, also öfters, aber nicht das, Bruder. Das, ja, ist ja, das sind die stärksten. Ja, ja, da, deswegen ist auch Pablo drauf. Ja, ja. Que pasa? Que pasa? Si, hombre, si, hombre. Si, si, que tal? Que tal? Ich wurde angenommen. Ich höre dir nicht zu, Bruder. Genau, soll ich mal die Geschichte erzählen zu diesem Song? Erzähl. Yeah. 3 Stunden hatten wir Zeit, den Song zu schreiben. Mhm. Der Song, Bruder, wir waren, hatten richtige Probleme damit, ne? Richtige Probleme damit. So wie du gerade mit dem Snooze. Ja, boah, Bruder, das brennt richtig. Ja, ja, bei uns hat auch alles gebrannt. Das geht ein bisschen in den Rücken rein, Bruder. Und, ich muss daran denken, dass das Snooze hat. Ich komme nicht klar, Bruder. Er hat, Eamon war extrem krank. Extrem, extrem krank. Mhm. Also. Krank. Krank. Wegwerbung krank. Ja, ja, so dieses, dieses. Schatz, ich kann mich nicht bewegen. Ja, Wegwerbung. Auf diese, wallah, mhm. Diese war er. Wir dachten uns, okay, scheiße, was wir machen. Gio, Gott sei Dank, er war wie ein Fels in der Brandung. Der hat uns irgendwie versucht, noch zusammenzuhalten. Mhm. Dann auch das Aufnehmen, wir mussten mit Decke und so halten. Dann Eamon hat keine Luft bekommen. 20 Minuten vor dem Auftritt, wir waren die letzte Gruppe, die aufgenommen hat. Wir hatten keinen Hook. Was? Wir hatten keinen Hook. Wie? Wir hatten einfach keinen Hook. Ich schon am Überlegen, okay, welchen Song muss ich jetzt machen, welchen Beat nehme ich jetzt für dieses K.O.-Runde. Hm. Ich war schon im Kopf, okay, wir fliegen raus. Dann kam Gio, Gott sei Dank auf die Hook. Mhm. Die haben mir geschrieben, ich habe noch ein Vierer bei mir gewechselt. Mhm. Und Substanzen jetzt, 10 Millionen. Mega, ne? Sei ehrlich. Wie lange? Bruder, nimm raus besser, sag dir ehrlich. Das ist schon diese unangenehme, weißt du, das wird unangenehm, vertrau. Man fängt mit Velo 2-3 Punkte an. Du bist jetzt schon bei Endgegner und so. Mach rein. Schwindelig. Ja, ja, mach rein, glaub mir. Dieses Aufstehen jetzt auch so. Wie lange lässt man sowas? Wie du Bock hast. Ja? 10, 15 Minuten. Aber mach das lieber nicht. Okay, ich habe ihn gewarnt, Leute, ich sag euch. Ja, auf diese sind wir gewesen. Vor einem Kampf. Bruder, bitte nimm raus. Bitte, Bruder. Ich spiel dick mit, ja? Boah, das brennt richtig. Ja, ja, Bruder, vertraue. Und du hast schon dieses... Aber brennt das bei dir auch noch? Nein, nein, nein. Ich brenne ihn an. Das Geile ist, da kommt immer so ein geiler Geschmack mit raus. Glaub mir, dieser geile Geschmack, der mach's ja. Nimm es lieber nicht. Das ist der Geschmack, der dich später zum Kotzen bringt. Oh, blöd. So geile Geschmack. Der geile Geschmack ist das. Der Meer. Trink was. Boah, ich hab Kopfschmerzen auf einer Seite. Ja, Bruder. Ist ein geiler Geschmack. Oh. Köstlich. Boah, das ist widerlich. Ne? Ich schwör. Wie viel nimmst du davon so? Ich hab nie gezählt. Am Tag? Ist das eine Tagesration, was da oben rumliegt? Nein, das ist die Fahrt. Warte, ich fühle mich gerade wie ein Junkie. Hört auf. Bruder. Wird zu Ibu. Pum, 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 pum. Naja, wir machen das nicht mehr. Ja, besser. Wir sagen Nein zu Snus. Ja.
Wo hab ich geknallt, Bro? Ich kann gar nicht klar denken, ich schwöre dir. Ewa. Das ist die Geschichte zum Song, ja? Ja, wir haben uns, aber wir haben uns auch so richtig gestritten. Ich und Eamon waren gar nicht ein. Also, das war ein Tag. Du musst dir vorstellen, Eamon und ich sind wie so Yin und Yang. Ja. Immer einander, so, weißt du? Hm. Weil er komplett andere Ansicht hat. Was den musikalischen Aspekt? Nein, nein, Leben. Die Persönlichkeit, auch Persönlichkeit. Wie er Sachen angeht und wie ich Sachen angehe. Ja. Musikalisch ist eigentlich sehr identisch. Hm, okay. Also jetzt nicht die gleiche Richtung, aber so sehr beide so verstehen Musik so. Und aber so wie man die Sachen angeht, sind zwei verschiedene Welten. Und krass. Da war einfach so ein Puh. Da war Gott sei Dank Gio dabei und hat alles. Er hat Rehl gemacht. Bei dem Konzert Rap La Rue, ja, bin ich ja vorzeitig gegangen, Bruder. Mhm. Ich habe mitbekommen, was Haaland gewonnen ist, gewonnen hat. Ja. Platz 1. Ja. Welchen Platz hast du belegt? 5. Platz 5? Ja. Interessant. Ja. Interessant, interessant. Von über 1000 Leuten, krass, ne? Das ist mega. Du musst dir vorstellen, Eamon und ich waren zusammen in der ersten Runde. Am gleichen Tag, wo wir das gedreht haben. Ja. Ich, Bisu und er, Tote Jungs. Und ich gucke ihn so an, ich so, ey Bro, wir müssen nur in die Villa kommen. Dann, wir haben schon zerrissen und so. Er so, Bruder, hier sind 100 Leute. Ich so, Jungs, vertrau mir so. Hast du aber bei jeder Runde einen Song abgeliefert? Ja. Das Ding ist, ich hatte Rap La Rue gar nicht auf dem Schirm. Geil. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und immer wenn ich hier reinkomme, mache ich meine Einleitung. Ich begrüße die Leute, frage die Leute, wie es ihnen geht. Mhm. Und dann sage ich, was gibt's Neues? Habibi Ogushan SXRXN.com. Dankeschön dafür, Cousin, ich küsse deine Augen. Was Neues gibt, guck mal, ich kann dir sagen, wir haben jetzt einen sehr, sehr krassen Song gemacht mit Olex Sesh und Etay, Pistoletta. Ja. Aber da trägt eine Pistoletta und sie macht Bau, Bau, Bau. Der ist mega durchgegangen. Ne, das meine ich gar nicht. Achso, okay, gut. Ich meine. Sorry. Ich dachte einfach so, was jetzt so Neues passiert ist. So. Ich meine das gar nicht. Ich meinte hier eigentlich, dass ich immer frage, was gibt's Neues. Ach so, ich dachte, ich soll das erwähnen. Sorry. Ich frage dann immer meine Community, was gibt's Neues. Und dann habe ich einmal gelesen, Rap La Rue. Ah. Ich sage, hä, wie Rap La Rue, ne? Und dann habe ich das verbunden mit Sami de La Rue. Mhm. Und dann habe ich das gesucht. Und dann war ich einfach so in den letzten 6 Folgen drin. Die haben, glaube ich, angefangen mit Desert Storm. Ich liebe dich, ja. Ja. Oder ich glaube, das war das. Mhm. Ich sag, ey, warum habt ihr mich darauf aufmerksam gemacht und so, ne? Warum sagt mir das keiner? Das heißt, alles, was im Vorfeld passiert ist, wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und bin dann bei der Folge maximal kleben geblieben. Gio ist ein krasser Künstler. Ey, man, Amo, du hast da komplett einmal, du bist da so herausgestochen. Ich küsse dein Herz, danke. So, das ist da, bei mir, ich habe dich direkt wahrgenommen. Dankeschön. Ich habe das direkt gefeiert. Ich sage, Bruder, dieser Typ ist musikalisch auf einem Level, was es im deutschen Rap noch gar nicht gegeben hat. Nein. Ich sage dir das, weil nicht nur musikalisch, sondern auch deine Persönlichkeit. Ja. Du hast ein Charisma und das ist bei mir direkt angekommen. Ich bin hier, also ich war live und Bruder, der Typ, das ist der so. Und ich habe auch auf jeder Folge dann darauf reacted. Der Elo macht das. Zum Beispiel, da gab es auch den, ich habe seinen Namen nicht auf dem Schirm, ich habe den nichts genannt. Bidemen Chavemen. Ah, Nuad. Nuad. Nuad, einer, der Gangster-Rap macht. Mhm. Seine Art von Gangster-Rap, wie er macht, feiere ich. Aber bei dir ist das, Bruder. Bei dir ist das ein anderer Film, Bruder. Hört doch auf, Mann. Elo Haraga. Ich glaube, die versuchen böse zu gucken, damit die im Video dann das Bild anhalten können, davon einen Screenshot machen können und dann haben die ein neues WhatsApp-Profilbild. MSN. Hey, ich feiere das, dass du hier bist, Bruder. Ich feiere das richtig. Ich feiere es auch, hier sein zu dürfen. Es ist geil, Bruder. Wir haben zusammen richtig krass iranisch gegessen. Max. Ja, das ist krass, ne? Ich mag iranisches Essen, weil das ist so Adana in saftig. Checkst Bruder, du? Dieses Somar, was da drauf kommt, diese Pulver, was ich gerade gegeben habe. Das war auch saftig. Das und muss, die Butter. Und die Butter, Cousin. Die Butter war saftig. Dieses Zitrone über das Fleisch. Saftig. Das ist Safran-Eis. Saftig. Ich glaube, du würdest 10 von 10 geben in dem Restaurant, aber es ist leider nur eine 8 von 10, weil die keine Mezzo-Mix hatten. Ja, voilà. Wollte ich gerade sagen. Da fehlt was. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf und das war eine davon.
Aber ich werde auf jeden Fall da was in Bewegung setzen. Ja, bitte, Bruder. Es gibt immer eine zweite Chance. Erzähl mir mehr von dir, Bruder. Guck mal. Du hast gesagt, du willst auf die Spitze des Berges. Für mich, also nicht jetzt ein Berg, was Leute sich denken, sondern was ich mir selber baue. Du willst hoch hinaus, Bruder. Nein, ich will meine Aufgaben erfüllen. Weißt du, was ich meine? Und dann ist es so mein Bergchen. Ich sag kein Berg, Bergchen. So, weißt du, was ich meine? Um mich ein bisschen zur Ruhe setzen? Nicht Ruhe zu setzen, um das Revue passieren zu lassen. Ja. Genau. Was willst du Revue passieren lassen? Die Sachen, die ich gemacht habe. 4-7. Ah. Timbo, ich küsse deine Augen. Die Sachen, die ich dann... Habibi Timbo. Die Aufgaben, die ich erfüllt habe. Weißt du, was ich meine? Ach, Dings hat geschrieben. Der Baron hat geschrieben. Ah. Weil du gerade die Geschichte erzählt hast von Kordfahren. Das ist der Baron. Tschüss, lang. Das hört sich auch bei mir morgens immer an, nach dem Schlafrennen. Stark. Weißt du, was das Ding ist? Ha. Aber bei sowas, ich hätte richtig Bock, weißt du warum? Ha. Weil ich so ein Hängeblieben im Kopf habe, ich würde so denken, okay, wenn ich runterfalle, das ist Sand, das tut nicht so weh und so. Ja. Ja, Mann. Aber es ist ja immer noch kein Quad gewesen. Nein, das war nichts. Aber doch, Motocross. Motocross. Das ist Motocross, krass. Erzähl mir mehr von Delo. Genau, ich hab Bock, ich hab mir so ein paar Sachen gemacht. Du bist ein Mensch, aber du strahlst immer so gute Laune aus. 4-7. Habibi Choco Bondito, danke schön dafür. Aber ich weiß, dass das Leben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, Bruder. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Ilo irgendwann mal einen deepen Song schreibt. Bestimmt, aber irgendwann mal, man sollte nicht direkt, ich finde, man muss erstmal Leute als Hörer oder als Dingsmus, man muss ja erstmal was tun, um was loszuwerden, weißt du, was ich meine? Ich muss denen erstmal arbeiten, coole Songs machen, Dingsmus, damit die auch sagen, okay, guck mal, das ist ein guter oder cooler Künstler, den ich gerne zuhören möchte. Hm. Und dann als Dankeschön oder als Dingsmus kann ich denen dann mal sowas geben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das am Anfang so, warum ich würde es ein bisschen komisch finden. Warum willst du jemanden am Anfang erzählen, dass die Welt schlecht ist, genau, wo du ihnen doch erstmal erzählen kannst, wie schön diese Welt ist? Erstens das und zweitens, Bruder, es ist auch ein bisschen komisch, Bruder, jeder hat seine eigenen Probleme. Wer bin ich, dass ich mal über meine Probleme und das dann auch als erstes rede? Natürlich, Bruder, aber vielleicht gibt es jemanden, mit dem du die Probleme teilen könntest. Genau. Vielleicht gibt es jemanden, der die gleichen Probleme hat wie du. Genau, aber ich sollte erstmal die Probleme lösen, damit ich die teile. Ah. Sehr raffiniert, Elo. Sehr, sehr raffiniert. Weil sonst Leute. Kann nicht sein, dass du ein internationales Feature hast? Ah. Schon mein zweites, ne? Ah, wie kam der? Der kam geil, ne? Er hat mich geknallt. Ah. Elo hat ein internationales Feature. Krass. Das ist krass, deswegen zieht er auch gerade die Sonnenbrille auf. Ah. Aber ich darf nicht sagen, ne? Nein, bitte nicht, bitte. Bitte. Nein, nein, ne? Aber ich Antisan darf ich. Nein, Antisan, internationaler Feature. Ja, das ist cool. Aber Namen haben wir nicht. Nee. Namen sagen wir nicht. Ich weiß selber noch nicht. Wir sagen auch nicht, von wo er kommt. Nein, das wäre zu... Das wäre zu Dings. Aber als er mir gerade gesagt hat, als Mr. International mir gerade gesagt hat, dass er ein internationales Feature hat und mit wem, bin ich erstmal von... allen Wolken gefallen. Warte, wir können auch sagen, Platin-Künstler. Er ist Platin-Künstler. Er ist, das sollte ich nochmal loswerden. Er ist schon, das ist schon krass. Das ist schon schön. Das ist schon krass. Natürlich hoffe ich, ich wünsche dir das Beste und ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles in die Richtung geht, dass es auf jeden Fall abgearbeitet wird. Ja, stark. Ist abgearbeitet. Korrekt. Aber das ist krass. Ich bin echt, wow, fasziniert. Einfach ein Song mit Justin Timberlake, das ist einfach, das ist zu krass. Nein, das ist Timberland, ne? Ja. Justin Timberlake ist sehr hoch. Bruder, wenn es die Möglichkeit geben würde, einmalig jemanden live vor Kamera zu verarschen,
bei Gazi. Hm. Wer wäre es? Verarschen? Ja. Boah, Bruder, ich sage dir ehrlich, ich würde es machen für dein Herz, aber ich hasse es, Leute zu verarschen. Echt? Bei Gott, das ist für mich zu... Egal, ich mache es. Oh, okay, das ist was anderes. Das ist was anderes. Wer wäre es? Brell. Brell? Hast du seine Nummer? Ja, ja. Warte mal an. Ja. Warte, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Gib mal seine Nummer. Also hast du gegeben? Ja, ja. Ich hab schon angerufen. Achso, ich mach das. Egal, ich hab Brell auch schon eingeladen, der kommt auch. 0157? Ja. 38? Ja. 4, 5. 4. Alles gut, die letzten drei. Die letzten drei sind wichtig. Okay. Ich hätte schon gesagt, stopp, Bruder. Ey, was hab ich da fast gemacht? Salam alaikum. Hörst du mich? Ja. Kannst du ein bisschen lauter in dein Handy reden, Bruder, bitte? Ich höre dich nicht richtig. Ja, aber sorry, Bro. Ja, weißt du, wer dran ist? Pardon? Ich mit Gazi. Ah, Gazi, Bruder. Bruder, ich gefeiert. Ja, was geht, Bro? Wie geht's dir? Alles gut? Bei mir ist alles gut, ja. Bei dir? Alles bestens. Bruder, was läuft gerade? Bist du gerade eingeschränkt zeitlich? Hast du gerade was zu tun? Nee, Bro, dann ist gerade alles clean so. Okay, super. Bruder, du weißt, ich hatte ja bei dem Konzert mit dir gesprochen gehabt, in dem Livestream. Du hast mir zugesagt, du meinst, du hast Bock. Allerdings ist da gerade ein kleines Problem aufgetreten. Und zwar, du hast vor circa 3 Tagen mit einer Perle geschrieben, die feste Freundin ist von einem sehr guten Freund von mir. Und ich hätte das ganz gerne einmal klären wollen. Was? Was redest du, Bruder? Enisa, sag dir der Name Enisa was? Enisa, nein, Bruder. Ja, das Komische ist, der Typ hat mir schon die Screenshots geschickt von dem Chatverlauf. Und der hat zu mir gesagt, Bruder, du warst ja in Frankfurt gewesen und so. Ich sag, Bruder, ich kenne den nicht persönlich, also ich kenne den nicht gut, aber ich kann den mal anrufen und fragen, was da los ist. Enisa? Ja. Bruder, ich weiß nicht, wovon du redest, ne? I'm a child of God. I'm a child Enisa, of God. Enisa, mach mal rein. Irgendwie so heißt sie auf Instagram. Enisa, ey, du willst mich knallen, du willst mich knallen. Ey, du bist live, ne? Nein. Egal, ich wusste, was sagst du da? Die heißt Enisa, mach mal rein. Also Enisa, mach mal. Ich wollte schon sagen, ich bin aber Junge und so. Bruder, ich bin gerade live, Ilo ist bei mir, Ilo Haraga. Ah, okay. Ich hab fast deine Nummer gelegt. Ich hab gefragt, wen würdest du gerne verarschen? Da meint der Brill, ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Ich sag, ja, ich will immer sein. Nacki, ich kann ihn auch nicht leiden, ich will. Der ist hässlich. Wir sind gerade hier, Bruder, wir reden gerade ein bisschen. Ich hör dich. Er kriegt sein Geld nicht wieder. Ich bin Penner, ich hab kein Geld. Ich weiß nicht, welches Geld. Diese 20k, die du mir geliehen hast. Welche, hä? Der will nicht von seinem Vorschuss reden. Welche? Gut, genau so wollte ich hören. Welche? Der will nicht über seinen Vorschuss reden. Er ist der schlimmste Bandit aller Zeiten. Er sagt die ganze Zeit, ich bin Penner und so, aber ich weiß, der ist ein Fuchs, Bruder. Er ist ein ganz raffinierter Fuchs, Bruder. Glaubst du nur kein Wort. Ey, der ist der reichste von uns allen. Der fährt heimlich gerade ein Lambo und so. Bruder, wie geht's dir, mein Bruder? Wo bist du gerade? Bruder, mir geht's gut, ja. Du weißt, ich bin zu Hause, ich rauche Joint und so. Auf Wir rauchen natürlich kein Joint. Distanz, Twitch. Ja, Twitch-Distanz. Ich hab voll vergessen, dass du gerade... Du weißt doch. Krise und so. Aber ist doch legal und so, darf man die sehen? Ja, alles gut. Alles gut, wegen den jüngeren Zuhörern, Bruder, du weißt doch. Nein, du weißt,
Ich. Ja, egal, Bruder. Egal. An dem Punkt sollte ich einfach aufhören zu reden. Bruder, wann kommst du vorbei? Bruder, sag mir nur wann und ich komme. Du musst nur sagen, Bruder, ich komme. Für dich komme ich überall hin. Ich küsse deine Augen, Bremen, mein Bruder. Von welcher Stadt? Aus welcher Stadt kommst du? Berlin, Bro. Oh, Berlin, Alter. Berlin. Ah, dann machen wir das so, Cousin. Ich bin sowieso übernächste Woche in Berlin für 5 Tage. Ich gehe, ich mache Live-Schalte über Hotel-Session. Ah, okay, geil. Dann kommst du einfach dahin, Bruder. Da brauchst du nicht diese ganze, perfekt, Bruder, ganze Hürde genau auf dich nehmen. Stark, Bro. Jetzt habe ich auch deine Nummer. Danke, Ilo. Guck mal, was für ein Fuchs er ist. Hm. Siehst du, was er macht? Ah. Wallah. 20k Tag, und die Nummer von Gazi. Ab, ich rufe dich jeden Tag an, ich frage dich nach Geld. Bruder, ruf an, Bruder. Wallah, wenn ich dir helfen kann, kein Problem. Wenn ich dir helfen kann. Also bei mir ist Mindestkredit bei 100 Euro. Mehr gehe ich. Bester Mann, guck mal. Dieses Stream läuft gut und so, ne? Diese Zahnbombe. Diese Zahnbombe. Du hast meine Nummer. Cousin. Am Ende liegst du hier ein paar Sachen, Bruder, die soll keiner wissen. Chill. Wir telefonieren, ja? Wir telefonieren, mein Bruder. Ja, safe. Viel Spaß. Aber bleib gesund, mein Bruder, ja? Ciao. Okay, wir können noch anrufen. Nuhat? Ja. Nuhat ist Dings, ne? Bitte mit Schafemann? Ja. Kann man machen. Kann man machen. Und es geht pau. Gib mir die Nummer. 01, ich weiß. 0157 723 84. Nein, warte. 8 4 8. Was? 3. Nein, wurde falsch. 2. Doch. Was fehlt da noch? Was fehlt? Na, Bruder. 0157. 7 2. 8. Nein. Ah, ja, klar. 3. 8. 4. 9, 6, 2, 1, 3, 4, 1, 0. Nein, du hast wieder falsch. Nein! Aber Bruder! Falsch. Warum? Ah! So. Sag nichts. Ihr Gespräch? Noch einmal? Vielleicht ist das nicht stören. Nicht stören, ne? Von Ihnen gewählt. Du hast die andere. Ihr Gesprächspartner. Noch einmal, jetzt muss nochmal, hin. Ja. Ihr Gesprächspartner. Hast du noch Ammo? Ammo ist im Stream. Besser. Okay. Noch besser. Wo streamt der gerade? Sammy. Ah. Ruf Sammy an. Nein, Ammo ist gut. 973. 73. 423. 4. Nochmal. Warum habt ihr alle eine Stirn, Alter? Ich glaube, wir sind. Noch einmal direkt. Krass. Wie kann man noch anrufen? Gio. Ja, Gio ist gut. Null, eins, fünf, eins, vier, vier, zwei, null, zwei, vier, fünf, zwei. Hallo, hier ist die Mobilbox. Bruder, lass es. Oder was ist denn los mit den Leuten, ja? Bruder, ruf sie mir an. Ah. Hallo? Hallo. Ja? Wer ist da? Wer ist Junge, Gemmo, was ist los? Gemmo! Leon, hallo. Ich bin's, Gazi. Alter, ach Gazi, du bist es, Bruder, was geht? Wie geht's dir, alles gut?
Ja, danke, Gazi, bei dir? Alles Beste, mein Brümmel, mein Schabel, was machst du? War noch nichts, ja, ich bin gerade im Hotel, oder was geht bei dir? In welchem Hotel bist du? Oder ich bin in Frankfurt, ja, in dieser Leonardo. Wer ist das jetzt? Gio. Ah, Gio. Gio. Hallo. Ja, ja, Gio, hörst du mich? Ja, Bruder, danke. Ich höre dich, Bruder. Hörst du mich? Ja, ja. Bruder, was ist los, Bruder? Ich krieg keinen Anruf von dir, kein gar nichts, Bruder. Aber Walla, ich mach mir Sorgen. Ja, Walla, Bruder, momentan, ich bin viel unterwegs. Ja. Ich hab viele Kopfhicks gerade, Bruder. Echt, ja? Ja, ja, Bruder. Bruder, ich bin hier gerade mit einem Freund. Du bist auf Lautsprecher. Ja. Ich war in Frankfurt gewesen. Ja. Und der Freund von mir hier, der gerade mitgehört, der hat das mitbekommen. Ja. Ich rufe dich auch gar nicht an wegen Livestream oder Musik, Bruder. Es geht um Folgendes. Um was denn, oder? Und zwar, du hast, glaube ich, letzte Woche hast du mit einer Perle geschrieben. Okay. Das ist eine feste Freundin, Bruder. Was? Und der kam zu mir, der hat zu mir gesagt, Bruder, kennst du den Gio? Ich sag, ich kenne ihn jetzt nicht richtig. Wir haben uns hier und da schon mal getroffen, aber ich kann ihn gerne mal anrufen. Ja, wer soll das denn gewesen sein, Bruder? Die heißt auf Instagram, heißt die Enisa, mach mal rein. Nee, Bruder, kann nicht sein, ja. Das kann nicht sein, Bruder. Oder peinst du mich gerade oder was? Ja, nein. Auf Snapchat heißt die. Du bist doch im Stream, Mann. Auf Snapchat heißt die Aubergine. Bruder, was quatschst du da? Ich küsse doch dein Herz, mein Bruder, ja. Woher diese Geschichte los? Ich bin gerade live der Illos bei mir, ja. Ja, ach du Scheiße, Bruder, ich denk mir schon, also, hä, Bruder? Ich wusste, du prägst mich, Wallah. Was geht ab? Wallah, nix, ich bin hier im Hotel, Bruder. Was geht in diesem Hotel, Cousin? Nix, Cousin. Ich hab mich frisch gemacht, ich geh gleich ins Studio, ja, nach Mainz. Nach Mainz? Ja, ja. Cool. Die haben mich gestern gefragt, was ist mit Elo, mit Gio, wann kommt der rein, wann kommt der vorbei? Ich sag, Wallah, keine Ahnung, ich glaube, der kommt nicht mehr, der hat keinen Bock. Doch, Bruder, müssen wir schauen, sobald ich Zeit finde, Bruder. Da ist gerade ein bisschen viel Hektik, Bruder. Tamam, Bruder, mach auf entspannt, mach auf ruhig, meine Nummer hast du. Und ruf einfach durch, Cousin, wenn du Bock hast, ja? Heide, Bruder. Ciao. Habibi, Gio, ich ciao. Aber das Ding ist, die wissen alle, dass ich live bin, Bruder. Ja. Das fuckt voll ab, Bruder. Ich hab denen das ja alle erzählt gestern. Hä? Ich hab das den ganzen Leuten erzählt. Ah, dass du zu mir kommst? Ja. Ah, scheiße. Deswegen macht's nicht so viel Sinn. Was mit dir an? Sollen wir mal jemanden anrufen? Und sagen, der hat... Sollen wir mal jemanden anrufen und sagen, der hat Dings im Restaurant bestellt? Der steht vor seinem Haus. 47. James Stark, danke schön dafür. Der steht vor seinem Haus. Und keiner kommt runter, holt die Bestellung ab? Nein, warte, ich hab einen. Ha. Du sagst zu ihm, weil er ist richtig auf dieses Fame, er will Fame-TikToker werden, so für sich. Ja. Also ey, ich hab Angebot und so für dich. Ja, okay. Ist ein Freund von dir? Ja. Weiß er, wer ich bin? Er kennt dich, ja, aber ja. Ich... Ja, ruf ihn an. Ich sag, ey, ich hab Dings. Aber ist das, warte mal, ich hab Anruf gekriegt. Ah, warte mal, ist das? 2, 3 am Ende. Ammo? Ja. Ah, okay. Hallo? Hallo! Jo, sei gegrüßt, Bruder. Ja, grüß dich zurück. Was geht ab? Bist der Manager von Adaver, ne? Ja. Ja, sei gegrüßt, Bruder. Wie geht's dir? Alles gut? Walla, alles gut, Bruder. Gott sei Dank. Wie geht's euch? Alles bestens, dankeschön. Ich nehme an, mit dir wurde schon im Vorfeld über alles gesprochen? Nee, Bruder. Walla, ich bin... Warte mal. Ich höre gerade die Stimme von Gazi raus. Bitte? Bruder, wer bist du? Ardaman. Ardaman, ey, Bruder, du klingst 1:1 wie Gazi. Kennst du Gazi? Kennst du diesen Streamer? Ja, sag mir was. Du klingst 1:1 wie der. Bestimmt wegen dem Mikrofon. Ach, du sprichst gerade ein Mikrofon gerade? Ja. Ey, Wallah, stark. Ey, Wallah, ich bin, Bruder, ich check gerade gar nichts, Bruder. Ich weiß von nichts auf jeden Fall. Also, du weißt ja, Ardaman, der Manager von den Jungs. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, hat man mit dir im Vorfeld schon gesprochen? Ey, Gazi, Bruder, willst du mich flachsen, ra? Bitte? Bruder, was du laberst, Scheiße, Bruder. Nein, man hat mit mir im Vorfeld nicht geredet, Bruder.
Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Wie meinst du verwirrt, Bruder? Was meinst du, Bruder? Man hat mit mir im Vorfeld nicht geredet, Bra. Wegen dem Managementvertrag. Bruder, nein, Bruder. Hier, der Adaver hat gesagt, hier, ich wurde angeschrieben. Sein Manager meinte, irgendwie, der will mit mir quatschen oder so, wegen irgendeiner Studio-Session mit Adaver. Du hast mich aber voll gedreht, Bruder. Du hast voll Mentalist-Filme mit mir gemacht, Psychologie-Filme. Ich dachte kurz, du wärst Manager, aber du bist Gazi. bist du im Stream jetzt gerade? Ich bin live, Bruder. Ilo ist neben mir. Und die haben gerade 700 Leute zu, Bruder. Du hast mich geknallt, Mero, du hast mich geknallt. Gedribbelt. Wie geht's dir? Alles gut? Walla, alles Bestes, Bruder, jetzt. Wie geht's euch? Alles Bestes, dankeschön. Walla, wir haben gerade ein bisschen gedacht, was machen wir, was können wir ein bisschen machen. Ich sag, Walla, ich hoffe, die Jungs ein bisschen, ich verarsch die. Walla, stark, ist auf jeden Fall sehr gut, habt ihr sehr gut hinbekommen, Bruder. Ihr habt mich miese auf jeden Fall verarscht, Bruder, Herz. Wann kommst du vorbei? Walla, Bruder, jetzt, wann du mich erwartest, bin ich da, mein Ra. Ja, ist mir eine Ehre, bei dir zu sein, Bruder. Brauchst du eine Einladung oder was? Walla, normalerweise, Bruder, wir können auch stürmen, Ra. Walla, stürm, Cousin, wann du willst, schwör bei Gott. Komm einfach rein, Bruder, ich bin sowieso jeden Tag live. Ruf einfach an, meine Nummer hast du jetzt, also Gas, ich bin gerade hier in der Nähe. Komm einfach rein, Bruder. Nummer, wir schreiben, Bruder, jetzt. Vielen Dank, Gazi, mein Ra. Habibi, ich küsse deine Augen, mein Bruder. Wir hören uns, Bruder. Viel Spaß. Ciao, ciao. Salam. Ciao, ciao. Bruder, der liebt dieses Bra. Ja, der ist richtig drin, Bruder. Ja, ja, richtig. Bra. Das ist richtig Dings, Bruder. Aber es macht auch gut. Ja, sehr gut. Das macht er gut. Ey, witzig. Du hast falsch geredet, Arda, wer ist ein Künstler? Ich sag Arda, Mann. Ich bin Arda, Mann. Wegen mir, ich will verfangen. Ich wollte erst nichts machen. Ich wollte erst mein Charakter ausspielen von GTA RP. Ja. Ich bin ja auch Karl-Heinz Rüdiger, Sohn des großen Graf Karl. Stark. Und ja, hin und wieder habe ich auch dann ein paar Managementverträge, die ich dann abarbeiten würde, ja, je nachdem, wie ich gerade zeitlich zur Verfügung stehe. Ja klar, ist wichtig. Ne? Richtig und wichtig. Ja. Doch, muss ich sagen. Bist du im Krieg mit dem Mikrofon? Nein. Der redet doch mal ein Mikrofon rein jetzt. Ey, Walla, Leute, tut mir leid, gut, mich ganz viel leid. Ich bin gerade hier in diesem gemütlichen Modus und manchmal ich muss mein Gesicht anfassen oder so. Und dann haben wir Eamon schon angerufen? Eamon hat Studio Session, also wirklich. Ach, Eamon ist Amo, ja? Nein, Amo ist bei Sammy. Bruder, ich bin verwirrt. Amo aller Amos ist Eamon, oder nicht? Nein, Amo ist Amo. Okay, und wer ist Eamon? Ah, Eamon ist links. Was mit Eamon? Eamon hat Studio Session. Ah, okay. Er ist komplett nicht zu gebrauchen gerade. Er ist jetzt gerade wirklich in seiner Welt. Ja, ich kenne das. Wenn man im Studio ist und die ganze Zeit am Telefonieren ist und so, dann das bringt einfach aus dem Film raus. Übertrieben. Und er ist so einer, sein Handy ist nicht da. Ich gebe dir eine Nummer. Ja. Du rufst ihn an und sagst, du hast mitbekommen, dass er im Stream war bei Gazi47. Wer ist das? Abdelbouti. Oh. Kennt ihr euch? Nein. Kennt ihr euch nicht? Nein, aber ich mag das. Ja. Sag einfach, du hast die Nummer von Gazi und du machst etwas in seine Richtung und du würdest gerne... Ich will in seinen Podcast reingehen. Er meinte, ich habe über deinen Podcast geredet und Gazi meinte, hier seine Nummer. Ja. Ich kann einfach sagen, ich bin von Gazi und ich komme jetzt nächste Woche zu. Ja, zum Auftritt. Ja. Du trittst mit ihm zusammen auf. Nein, Podcast. Nein, Auftritt ist besser. Auftritt, okay. Dann, pass auf. So, was auch, wir machen so. Du rufst bei Abdelbouti an, sagst, du hast die Nummer von Gazi. Mhm. Du weißt, dass Abdelbouti jetzt auf Tour geht und Gazi hat gesagt, du könntest einfach mit ihm auftreten. Soll ich noch krasser machen? Nein. Ich sag zu ihm, Gazi meinte, ich kann da Passungs performen. Was? Passungs performen. Ja, ja, sag, du bist Elo Haraga. Sag, Mola, red offen. Sag, du bist Elo Haraga und du bist Rapper und du könntest einfach als Voreck auftreten. Gazi hat schon Dings genommen. Gazi hat schon Vorkasse genommen von dir. Okay. Sag, ich habe jetzt 5.000 Euro gekriegt. Okay. Ich habe 5.000 Euro bezahlt dafür, dass ich Vorgruppe bin in deiner gesamten Tour. Ja, okay. Okay? Ja. Ey, ich muss Pokerface. Wie machst du Pokerface? Hier. Der hat so eine geile Nummer, der Wichser. Wow. Ich weiß nicht. Willst du bei Ali Boumaian rufen? Wir haben uns sogar mal getroffen. Hast du seine Nummer?
Nein. Ruf mal Ali Boumaier an, sag, du hast für Feature schon bezahlt bei Gazi. Und du würdest jetzt ein Feature einholen. Wollen. Okay. Okay. Die tauschen einfach so normal, Bruder, die ganze Zeit. Ja. Als wäre das das Normalste der Welt. Normal, normal. Hier. 0176? Hast du unbekannt gemacht? Nein. Ruf eine Nummer an. Irgendwer hat mich unbekannt angerufen. Salam alaikum. Alaikum salam. Mein Bruder, ich bin Ilo Haraga. Und wer bist du? Ilo Haraga. Ja. Und was denn? Ich kann's was nicht. Ich kann's was nicht. Ey, man, ey, fuck, man. Ey, ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Wer bist du denn, Bruder? Bruder, wallah, ich bin Ilo. Uksimu billah, ich bin Ilo. Ja, was willst du von mir? Wallah, du hast mich geknallt. Welcher Ibu denn, Habibi? Mein Bruder, wallah. Also wirklich, das ist kein Verarsch oder so gerade. Ja. Ich bin gerade einfach in einer missligen Lage. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, und von wo ist diese Nummer, Bruder? Von Gazi. Gazi okay. 47. Okay, worum geht's? Was soll ich dir sagen, Bruder? Warte kurz. Du verstehst das nicht. Dein Leben, hör auf damit jetzt. Ist ja, er hat gerade neben dir, wa? Ey, ich muss gerade weinen vor Lachen, Bruder, weil ich... Ist gerade neben dir? Ja, ja, wir sind gerade live. Du hättest es anders machen müssen, Mann. Ey, der ist voll reingekackt, Ali, ja. Warum hast du reingekackt? Boah, der ist richtig reingekackt, Alter. Ich muss mit dir ernsthaft reden, es geht um Gazi, und dann müsstest du anfangen zu weinen, so halb. Nein. Du hast einfach reingekackt, Ali. Ruf Ali an, sag, Gazi hat 5000 Euro für das Feature gekriegt, wann kriegst du den Song? Er hat einfach reingekackt, Bruder, ja. Ja, ich bin auch gerade live, Jella. Ciao. Bruder, was ist los mit dir? Ich kann sowas nicht, Bruder. Ich will nicht mich einfach totlachen, Bruder. Wallah. Ich kann sowas nicht, Bruder. Ja. Was bedeutet Deal? Hast du einen Musik-Deal? Hast du einen Musikvertrag unterschrieben? Nein. Noch nicht. Ist da was in Mache? Eventuell. Ja, du redest sehr schwammig, Bruder. Ja, ich mag so durch die Blume zu reden. Hast du einen Vorschuss gekriegt? Kann ich ja noch nicht, weil ich ja noch in der Mache bin. Okay, aber ist ein Deal in der Mache? Inshallah. Oh, wir müssen mal dieses Lachen sehen. Allah! Ja, ich bin Rapper. Und es geht. Bau, bau, bau. Was essen wir gleich? Toast. Mit Sojuk und Dings muss aber dieses mit diesem Toaster. Das wäre hart. Hast du diese? Ja. Manu. Was? Hast du das? Was? Toast? Nein. Mit Sojuk? Nein. Und Käse, aber dieses so. Nein, hab ich nicht. Ich liebe es, aber ich habe es nicht. Schade. Ja, Ilo. Oh, yeah! So macht man es. So macht man es nicht. Nein, was? You don't give up, you don't! Oh, heads up! Oh, wow. Run!
wie ein Schaden. Hotel, spart 10%. Boah, scheiß mal ganz drauf. Okay. Ich will mehr von dir wissen. Mehr. Es war nur kurz Pause. Machst du Sport? Ich will wieder anfangen, ja, doch. Was machst du? Ich glaube, ich mache einfach nur so ein bisschen Cardio. Ein bisschen Ausdauer. Was ist Cardio? Cardio ist so ein bisschen mehr Luft haben. Ah, warte mal, ich habe dann angerufen von den Leuten. Hallo. Hallo? Wer ist da? Ja, hallo, guten Abend. Spreche ich da mit... Jonas aus Lorette. Spreche ich da mit Jonas aus Lorette? Wie, Jonas aus Lorette? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, ich habe dich auf TikTok gesehen und du machst ein bisschen Content auf TikTok, ist das richtig? Das ist richtig, aber wo hast du meine Nummer? Ja, ich weiß, ob du das weißt. Dadurch, dass du ja TikTok machst, bist du ja automatisch in der TikTok-Industrie und mein Name ist Gazi47. Ich weiß, ob du vielleicht mal was von mir gehört hast. Der Musiker, Streamer, YouTuber. Ja. Ja. Und ich bin in einem TikTok-Netzwerk mit verbunden und ich bin auf dich gestoßen auf TikTok. Ich sehe, du machst ein bisschen Content und so. Und mir gefällt das, was du machst. Ich würde aber vorab erstmal vor mal fragen, bist du irgendwie vertraglich gebunden an jemanden? Nee, bin ich gar nicht. Gar nicht. Okay. Die Frage ist, wie ernst nimmst du das, was du tust? Und bist du noch integriert im Berufsleben? Also momentan nehme ich das nicht mehr an, um ehrlich zu sein, aber am Anfang, ne, sind ein paar Videos viral gegangen mit 10 Millionen Aufrufe, sag ich mal. Ja, ja. 10 Millionen, aber jetzt momentan bin ich da nicht mal so dran. Das ist schade, weil ich sehe da auf jeden Fall sehr viel Talent drin, ne? Und ja. Ich würde dich gern einfach mal so einladen zu einem Essen, dass wir zwei mal essen gehen und unterhalten und vielleicht könnte man in der Zukunft was miteinander machen. So, was machen? Rappen? Nee, auch. Also, ich bin ja jetzt nicht so im Geschehen von TikTok. Ja, kein Problem, zeige ich dir alles. Ja, ich würde aber gerne zusammen mit dir arbeiten wollen. Ja, kein Problem. Du musst investieren. Brauchst du Hühner? Was brauche ich? Hühner, Kampfhühner. Nein, ich brauche keine Kampfhühner. Ja, ich dachte nur, kann ich dir welche vorbeibringen, kein Problem. Was will ich denn mit Kampfhühner? Ah, du weißt doch, dieses Geschäft. Welches Geschäft? Ja, aber ich kann nicht sagen. Ich verstehe nicht. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ein anderes Thema, oder diese Kampfhühner-Sache ist ein anderes Thema, aber... Ja, du willst mich einladen zum Essen und um was geht's aber? Ja, ich bin auf deinen TikTok-Content gestoßen und ich würde mich gerne ein bisschen breiter machen auf TikTok. Die Zahlen sprechen deine Erwartungen, oder? Ja, die haben sogar meine Erwartungen übertroffen. Ja. Und wie gesagt, ich würde mich gerne selber ein bisschen TikTok breit machen, aber ich brauche jemanden, der erfahren ist in der Sache. Du kommst aus NRW, ne? Da die Gegend? Ja. Es ist mir persönlich etwas zu weit, aber so, was springen da raus? So, sagen wir mal, gehen wir mal direkt aufs Ganze so. Ja, die Frage ist, wie handhabst du das so in sowas? Wie gehst du in sowas an? Also bist du einer, der sagt, bei 5 Videos will ich das und das haben? Oder bei 10 Videos will ich das und das haben? Ja, einmal auf Hand so und danach ist es so geklärt, so, ne? Sagen wir mal, für ein Jahr diese und diese Summe. Willst du auf Hand haben? Ja, einmal so auf Hand, fertig, aus. Ja, ist witzig. Auf Hand haben ist immer gut. Natürlich gibt es auch die Frauen, die das dann aufs Gesicht haben wollen, aber... wie gesagt, kein Problem. Kann man auf jeden Fall sich unterhalten. Ja, pass auf. Nur, du hast gute Reichweite und so, ne? Du kennst Musik. Ja. Und da musst du halt auch gut pushen, ne, diese Sache. TikTok und so, Werbung und dies, das. Ja, safe. Einen. Ja, wann bist du denn zeitlich zu erreichen? Ich bin am Wochenende eigentlich immer erreichbar. In der Woche bin ich halt beschäftigt. Kannst du auch Musik machen? Uff,
Mich nennt man hier Double Time Typhoon. Double Time Typhoon? Double Time Typhoon. Double Time Typhoon? Ja. Also bist du stark in Double Time? Yes, yes. Okay, kannst du mal was raushauen? Ja. So einfach so kurz? Ja, gib mir Hot 16. Ich baller meine Ballermann 9mm, baller meine Kriege, bekämpfe meine Gegner. Reicht das, Bruder? Was, Bruder? Nee, im Ernst jetzt. Nein, hab ich doch gerade. Hast du gehört? Nee, ich hab nicht hingehört. Okay. Ah, okay. Ich baller meine Ballermann 9mm. Aufgelegt. Also, er hat angefangen über Musik zu sprechen und er wurde mir unsympathisch. Ich kam auf Kampfhügel. Soll ich dir mal mitbringen? Soll ich dir mal auf Kampfhügel mitbringen? Ich hab einfach aufgelegt. Geil.